Sandra, ich grüße dich. Hallo. Hallo Johannes, ich grüße dich auch. Gib uns erstmal so eine kleine Rückschau. Wie war die Session dieses Jahr für dich? Wundervoll. Es war tatsächlich wundervoll, endlich wieder Karneval feiern zu dürfen, das Lächeln der Menschen in den Augen zu sehen, Fröhlichkeit und Spaß zu verbreiten. Es hat gut getan, es hat der Seele und dem Herz gut getan. 100 Jahre waren auch dabei. Erzähl mir mal ein bisschen dazu was. Genau, mein Verein, die KKG Rot-Weiß-Grün-Koblenzer Schengelscher 1922 e.V. Wir haben in dieser Session unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, und das haben wir natürlich mit Saus und Braus getan, ne? Jetzt bin ich noch am Mikrofon, aber gleich bist du am Mikrofon. Bereitest du dich da sehr explizit immer vor auf das, was kommt? Ja, natürlich. Ich bekomme halt früh genug von der Obermünd die Zugaufstellung zugesendet und schaue danach, welche Vereine sind dabei und erkundige mich vorher, wer sind die verantwortlichen Personen, wen darf man begrüßen, benennen. Ja, das gehört zu meiner Vorbereitung dazu. Und die Leute natürlich anheizen hier, ganz klar. Genau. Dann danke ich dir für den O-Ton und freuen wir uns auf einen schönen Zug. Ja, wir freuen uns auch. Euch viel Spaß. Stefan, ich grüße dich. Hallo Johannes. Es ist wieder soweit. Das Jahr ist rum. Lass mal Revue passieren. Wie war es für dich? Einfach nur traumhaft. Letztendlich nach so langer Durchstrecke mal wieder ausgiebig Karneval zu feiern, ist einfach ein Traum. Und man sieht die Leute lächzen danach, wieder mal ausgelassen feiern zu können, das ist wunderbar. Dann wünsche ich dir einen schönen Zug, mach's gut. Vielen Dank, tschüss. Na ja, diesmal ohne Bart. Diesmal ohne Bart, ich habe ja die Macht jetzt auch abgegeben, von daher kann man mich wieder erkennen. Die Wettervorhersage. Aber die Wettervorhersage, die hat geklappt. Die Wettervorhersage sieht ganz gut aus. Ja, ich bin optimistisch. Klappt morgen. So, und jetzt ist es Zeit. Es ist fast vorbei. Einmal komplett Revue passieren. Wie hast du es empfunden? Ja, es war eine tolle Session, muss man einfach sagen. Es hat einfach Spaß gemacht, dass die vielen Karnevalistinnen und Karnevalisten wieder unterwegs sein konnten. Wir hatten tolle Saalveranstaltungen. Wir erleben jetzt wieder, dass es trotz des Regens hier auch voll ist auf den Straßen. Es wird morgen eine tolle Stimmung sein. Wir brauchten den Karneval, wir haben ihn wieder und da sind wir sehr froh. Kann man das so sagen? Du bist stolz auf deine Koblenzer? Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Können wir, glaube ich, auch alle miteinander sein. Weil der Karneval wird vom Ehrenamt getragen. Das darf man einfach nicht vergessen. Das sieht alles manchmal so selbstverständlich aus. Eine Veranstaltung, ein Umzug. Aber da steckt so viel Arbeit drin, so viel Vorbereitung. Und das machen die Menschen ehrenamtlich. Und das ist einfach toll. Ich sehe auch immer, du bist mit ganzem Herzblut dabei. Und dann freuen wir uns auf eine kommende Session wieder mit dir. Das will ich doch meinen. Jawohl. Olau. Olau. Vielen Dank. Grüße dich. Grüß dich, mein Lieber. Das schönste Wetter haben wir nicht, aber im Herzen lacht die Sonne trotzdem, oder? Nein, ich sage dir, der liebe Gott und Petrus sind traurig, dass Karneval jetzt rum ist, deswegen weinen die von ganzem Herzen. Kann ich gut verstehen. Ja. Wie war die Session für dich? War sensationell gut. Also ich fand das wirklich nach den vielen Jahren oder den 2 Jahren, die wir jetzt hier abstinent hatten, war das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich finde, dass die Narrinnen und Narren in ganz Koblenz einen ganz tollen Job gemacht haben. Den Karneval in Koblenz wieder hochzuhalten, finde ich toll. Danke ich dir, wir sehen uns. Ja. Dankeschön. Julia, ich grüße dich. Hallo. Wie ist die Empfindung gewesen dieses Jahr? Wie war's? Schön. Also man merkt richtig, dass die Leute richtig viel Spaß daran haben, endlich wieder Karneval feiern zu können. Und es macht einfach nur Spaß, hier endlich wieder durch die Menschen durchschreiten zu können. Und alle schreien so herzhaft, Olau, ach, das ist schön. Also hochemotionale Sache. Auf jeden Fall. Alle Planungen fürs nächste Jahr schon gemacht? Ja, wir sind natürlich, nach Karneval ist vor Karneval, wir sind schon wieder mittendrin. Aber wir genießen jetzt erstmal den Straßenkarneval und danach starten wir dann natürlich sofort wieder in die Planung für 2024. Wie war die Mädchensitzung? Sehr gut besucht, das Publikum war richtig gut drauf und die haben in den 3 Jahren Pause nichts verlernt. Das ist schön. Alles klar. Tschüss, mach's gut. Tschüss, Johannes. Schönen guten Morgen oder guten Tag. Guten Morgen, hi. Wenn du die ganze Sache jetzt Revue passieren lässt, es geht jetzt dem Ende zu, wie ist die Gefühlslage für dich? Ja, wir freuen uns natürlich jetzt auf den Straßenkarneval. Wir haben es eben schon im Gefolge gesagt, jetzt geht's raus, der Sitzenkarneval ist vorbei. Es ist aber tatsächlich auch ein weinendes Auge, weil die letzten 6, 7 Wochen, wo wir jetzt unterwegs waren, waren einfach
gigantisch schön. Wir sind auf so einer großen Welle der Euphorie, der Herzlichkeit durch die Säle getragen worden. Man hat richtig gemerkt, die Leute wollten wieder feiern nach den 2 Jahren Pause. Und es war einfach eine unbeschreibliche Zeit, von der wir noch ganz, ganz lange zehren werden und unser Leben lang zurückdenken werden. Aber jetzt geht's raus, jetzt kommt der nächste Teil, der nächste Part und das große Finale. Und da freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig drauf. Ist für dich der Lebenstraum, könnte man sagen, in Erfüllung gegangen? Absolut, aber ich glaube, das dauert noch ganz, ganz lange, bis wir wirklich realisieren, was in den letzten Monaten passiert ist. Dann wünschen wir jetzt für den letzten Teil noch alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Also, ich grüße dich. Grüß dich, mein Lieber. Wie hast du die Session bisher empfunden? Herrlich, war wieder richtig tolle Sache. Die Menschen sind auf der Straße, die freuen sich, dass wieder was passiert. Und viele haben gedacht, ist nicht Phil, aber es ist die Bombe, es ist klasse. Macht also die Spaß. Emotionen kochten hoch und wurden erfüllt. Selbstverständlich. Alles dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Nee, spätestens morgen. Ah, alles klar. Spaß euch. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und den Zug hier in Walsum abnehmen dürfen. Ich wünsche uns jetzt noch ganz viel Spaß allen zusammen. Und jetzt stimmt mit mir allen auf den Koblenzer Karneval, auf das Kinderprinzenpaar. Ein dreifach donnerndes Koblenz. Kinderprinzenpaar. Walsum. Und jetzt bei uns die schönste Frau des Karnevals. Ich grüße dich. Guten Morgen. Oder nee, guten Mittag eher. Es ist ja schon Mittag. Jetzt geht die heiße Phase, also der Abschluss kommt so langsam. Wie ist die Gefühlslage bei dir? Gemischte Gefühle. Ein weinendes und ein lächelndes Auge natürlich. Wir hatten gerade eben schon eine kleine Ansprache in der Hofburg bei uns in Neuendorf. Die war schon bei mir sehr emotional, weil einfach ja der Straßenkarneval bedeutet, dass ein Ende der Session bevorsteht. Aber wir genießen jetzt den Straßenkarneval. Wir freuen uns drauf, dass wir endlich wieder Karneval feiern können. Und ja, das hat also Straßenkarneval gehört einfach mal mit dazu. Kann man es zusammenfassen? Es war schon ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist bei dir? Auf jeden Fall, ja. Also ich fühle mich total geehrt, dass ich das Amt der Confluencia ja vertreten durfte für meine Heimatstadt. Und natürlich, es ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil für mich gibt es im Koblenzer Karneval so keine höhere, ja, was man so erreichen könnte als Confluencia von ja, Koblenz zu sein. Dann wünschen wir auch für den Rest noch alles Gute. Danke dir. Grüß dich. Hallo. Hallo. Wird der Arm nicht lang irgendwie nach der Zeit? Das geht. Mit der Hülle ist es zwar schwerer als sonst, aber es geht. Wie hast du die Session empfunden dieses Jahr? Super schön. Ich bin froh, dass nach 2 Jahren Pause doch so viele Leute sich bewegen konnten und die Säle gekommen sind, damit wir Karneval feiern konnten. Das ist super. Dann sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall. Tschüss. Mein Lieber, ich grüße dich. Jetzt lass mal Revue passieren. Wie ist es durchgelaufen? Wie ist deine Gefühlslage? Im Moment ist wirklich zu viele Eindrücke auf einmal. Wir haben so viel erlebt, was wirklich dann auch intensiv war, was wir in den letzten 7 Wochen seit der Intronisation aufsaugen konnten. Wir hatten vorher ein bisschen Bedenken, weil mir so hieß, ja, es sind Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Deswegen hatten wir ungefähr 50 Termine weniger als sonst die Jahre. Aber im Gegenteil, das war jetzt für uns sogar positiv, dass es ein bisschen weniger war. Dadurch hat man mehr Zeit, alles so zu erleben und wir konnten dadurch das Ganze noch viel mehr genießen. Und jetzt findet das Ganze bei jetzt dann hoffentlich trockenem Wetter den grünen Abschluss heute und morgen und wir sind so glücklich. Dann danke ich dir für den Foto und viel Spaß.